Hugo, der Hamster von Erwin Moser. Hugo, der Hamster, saß behaglich zurückgelehnt in seinem mit vielerlei Essvorräten vollgeräumten Bau. Draußen regnete es seit Stunden und es heulte ein schwerer Sturm. Irgendwo, weit hinten in den Wäldern, wurde ein Eichhörnchen vom Baum gefegt. Der Sturmwind wirbelte es viele Kilometer weit durch die Luft. Auf der Wiese, in der Nähe von Hugo Hamsterbau, pum, fiel es zu Boden. Das Eichhörnchen hieß Henry. Es hatte sich beim Sturz nicht verletzt, aber es war durchnässt und etwas verwirrt. Hugo Hamster schaute aus seinem Eingangsloch. »Bitte lass mich bei dir übernachten«, bat ihn das Eichhörnchen. Doch der geizige Hamster wies es ab und sagte, dass es keinen Platz habe. Henry kämpfte sich durch den Sturm und Regen bis zum nahen Wald. Dort entdeckte er das Baumhaus eines anderen Eichhörnchens. »Was machst du bei diesem Wetter im Freien?«, rief das Eichhörnchen. »Komm herein, sonst erkältet es dich noch.« Das Eichhörnchen, dem das Baumhaus gehörte, hieß Bea. Im Baumwohnzimmer war es trocken und warm und Henry erzählte Bea seine Erlebnisse. »Ja, der Hamster Hugo ist ein alter Geizhals. Da kann man nichts machen«, sagte Bea. »Bleib bei mir, Henry. In meinem Baumhaus ist genügend Platz.« Das Eichhörnchen Henry blieb also bei Bea und die beiden verstanden sich ausgezeichnet. In den darauffolgenden Tagen begannen sie, Nüsse zu sammeln, um sie als Wintervorrat in das untere Baumzimmer einzulagern. Hamster Hugo beobachtete heimlich die Eichhörnchen. Je mehr Nüsse die beiden Eichhörnchen zusammentrugen, desto neidischer wurde der Hamster. Obwohl er selbst genug Vorräte hatte, missgönnte er den beiden ihren Besitz. Vielleicht war Hugo einfach einsam und deswegen so neidisch und geizig. Eines Nachts schlich er zum Baumhaus der Eichhörnchen und stahl ihnen all ihre Nüsse. Hugo schleppte den schweren Sack zu seinem Bau und leerte ihn aus. Nun hatte er kaum noch Platz zum Sitzen. So schön der Anblick der vielen Nüsse auch war, richtig darüber freuen konnte sich der Hamster nicht. Am nächsten Morgen sahen Henry und Bea, dass in der Nacht bei ihnen eingebrochen worden war. Zuerst waren sie verängstigt und beunruhigt. Aber dann begannen sie, erneut Nüsse für den Winter zu sammeln. Und diesmal lagerten sie die Nüsse im oberen Baumzimmer. Bald hatten sie mehr Nüsse als zuvor. Der Herbst ging dem Ende zu. Die Tage und Nächte wurden kühler und dann begann es zu regnen. Es regnete fast ununterbrochen eine Woche lang und das Land wurde nach und nach überschwemmt. Auch über der Wiese, wo Hamster Hugo seinen Bau hatte, kam das Hochwasser. Im Bau wurde es immer feuchter und ungemütlicher. Und eines Morgens floss das Wasser wie ein Sturzbach in Hugos Höhle. Innerhalb kurzer Zeit stand Hugo bis zum Bauch in den Fluten. Eilig kletterte er ins Freie. Alle seine kostbaren Vorräte hatte der Hamster nun verloren und seine behagliche Wohnung noch dazu. Geknickt trottete Hugo zum Baumhaus der Eichhörnchen. Er gestand ihnen seinen Diebstahl, beteuerte, dass er den Schaden wieder gut machen werde und bat sie um Unterkunft. Bea und Henry wussten nicht, ob sie dem Hamster trauen konnten. Aber ihn im kalten Regen stehen zu lassen, brachten sie nicht übers Herz. So erlaubten sie Hugo, im unteren Baumzimmer Quartier zu nehmen. Und sie gaben ihm auch Nüsse, damit er nicht hungern musste. Hamster Hugo blieb den ganzen Winter über im Baumhaus der Eichhörnchen. Mit der Zeit waren sie Freunde geworden. Hugo war nicht mehr allein und war auch nicht mehr neidisch und geizig. Ob das auch so bleiben würde? Jedenfalls schaufelte er nun gut gelaunt Schnee und fühlte sich wohl wie nie zuvor. Pepe der Pinguin von Erwin Moser.
Es war einmal ein Pinguin, der hieß Peppe. Peppe war anders als die anderen Pinguine. Er war ganz weiß, nur auf dem Rücken hatte er einen kleinen schwarzen Fleck. Peppe wusste nicht, warum er so aussah. Er war schon so auf die Welt gekommen. Ihm machte sein Aussehen nichts aus, aber die anderen Pinguine wussten nicht recht, was sie von ihm halten sollten. Und wenn Peppe sich unter sie mischen wollte, wiesen sie ihn zurück. Bleib weg, sagten sie, du bist kein richtiger Pinguin, du siehst nicht aus wie wir. Das machte Peppe sehr unglücklich. Er fühlte sich einsam und wünschte sich nun nichts sehnlicher, als so auszusehen wie alle anderen Pinguine auch. Eines Tages entdeckte Peppe bei einem Spaziergang eine Eishöhle, in der ein Feuer brannte. Arthur, der Eisbär, wohnte in dieser Höhle. Arthur war eigentlich in der Nähe des Nordpols zu Hause. Vor einigen Wochen war er an den Südpol gereist, um einmal Pinguine zu sehen. Als er Peppe erblickte, winkte er ihn zu sich. So sieht also ein Pinguin aus, sagte er. Aber da erklärte Peppe dem Eisbär, dass er eine Ausnahme sei und erzählte ihm sein ganzes Unglück. Arthur, der Eisbär, hörte Peppe aufmerksam zu. Ich finde dich ganz in Ordnung, sagte er dann. Bleib bei mir. Peppe, wir finden schon eine Lösung für dein Problem. Du wirst sehen. Einige Tage später sahen Peppe und Arthur, wie ein Schiff anlegte. Ein Schweinchen mit einer roten Mütze ging an Land. Peppe und der Eisbär beobachteten das Schweinchen verwundert. Was macht es denn da? Das Schweinchen stellte eine Staffelei auf und klemmte eine Leinwand daran fest. Dann holte es Farbe und einen Pinsel aus seinem Koffer. Aha! Es wollte also ein Bild malen. Leider begann es gerade jetzt zu schneien. Das Schweinchen hatte eben zu malen begonnen. Da fegte plötzlich ein starker Wind herbei und riss Leinwand und Staffelei davon. Der Wind wurde zu einem heftigen Sturm, der nun auch das Schweinchen mit sich forttragen wollte. Arthur, der starke Eisbär, lief hinter dem davonkullernden Schweinchen her und nahm es in seine Arme. Rasch trug er es durch den Schneesturm zu seiner Höhle. Peppe hatte den Koffer mit den Farben gerettet. Als alle drei in Arthurs Höhle ankamen, ließ der Schneesturm nach. Das Schweinchen mit der roten Mütze hieß Engelbert. Es bedankte sich bei Peppe und Arthur für seine Rettung. Ich würde euch gern ein Bild von mir schenken, sagte Engelbert. Aber ich habe keine Leinwand mehr. Da hatte Arthur, der Eisbär, eine Idee. Lieber Engelbert, sagte Arthur, du könntest meinem Freund Peppe einen großen Gefallen tun. Mal ihm doch einen schwarzen Pinguinfrack auf den Körper. Kannst du das? Selbstverständlich, sagte das Künstlerschweinchen und holte einen Tiegel mit seiner schönsten schwarzen Farbe aus dem Koffer. Es dauerte gar nicht lange und Peppe war von Kopf bis Fuß bemalt. Engelbert hatte ihm einen perfekten Pinguinfrack aufgemalt und nicht nur das. Er hatte ihm auch einen gelben Bauch mit roten und grünen Punkten verpasst. Peppe hatte es plötzlich ganz, ganz sehr eilig, zu den anderen Pinguinen zu kommen. Was die wohl sagen werden? Die Pinguine waren gerade dabei, einen neuen Präsidenten zu wählen. Als sie Peppe sahen, verstummten sie. Doch gleich darauf brachen sie in begeisterte Rufe aus. Er soll unser neuer Präsident sein, riefen sie. Er hat rote und grüne Punkte. Er ist der Schönste. Er ist etwas Besonderes. Doch Peppe war enttäuscht, weil ihn die anderen Pinguine nicht erkannten. Ihr seid dumm, sagte er. Nur weil ich rote und grüne Punkte habe, soll ich gleich euer Präsident werden. Ja, ich bin etwas Besonderes, aber anders als ihr glaubt. Und Peppe sprang vor allen Pinguinen ins Wasser. Als Peppe untertauchte, wurden alle Farben, mit denen das Schweinchen Engelbert ihn bemalt hatte, abgewaschen. Und als er aus dem Wasser kletterte, sah er wieder aus wie der alte Peppe.
Das ist ja Peppe, riefen die Pinguine. Ja, unser Peppe ist es. Von diesem Tag an hatte Peppe nie mehr Probleme damit, dass er anders aussah. Jeder wollte nun sein Freund sein.